Wow, Erfahrung 100. Schon gut. Aber ich mach erstmal die Warlight. Das Kraut hier noch. Na, hier noch was. Oh. Geht doch. Ja. Naja, aber der ist ja schon tot, schade. So, dann den anderen auch noch. Ich wollte wenn man wieder zum Aussterben tot. Was? Wenn der Gift spuckt, dann ist das etwas zu viel. Ja. Ja. Was macht der? Cool. Ja, statt hier was zu nehmen. Ja, mein Lagerhaus. Ich will mir jetzt das Lagerhaus von mir. Die beiden sind ja tot. Schade. So. Machen wir mal die Malerchen. Die zusammen scheiße. Gut, was haben die denn hier bewacht? Das verstehe ich ja nicht mehr. Mal gucken, welche halb aus dem Ding war. War voll cool. Sind sie alle gestorben? Unfassbar. Voll scheiße, oder? Muss ich denn dafür für die bezahlen? Lieber nicht. Na, 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 na.
Was gibt's? Nichts. Nichts. Wer ist das denn? Jetzt machen sie jemanden wie dich auch noch zum Jäger. Verdammt! Ich habe mir offensichtlich den falschen Job ausgesucht. Also. Ich will dein Schutzgeld für diesen Monat abkassieren. Ja, so siehst du auch aus. Hier hast du das Gold. Du hast da was im Auge. Was? Ah, verflucht! Diese Mistviecher sind überall. Ich wünschte, sie wären alle tot. Ja, ja. Du machst das schon. Habe ich das alle? Nee, da liegt es nicht. Also hier jetzt. Ich freue mich, dich in unserer Mitte willkommen zu heißen. Wir können deine Unterstützung gut gebrauchen. Du zahlst mir jetzt erstmal dein monatliches Schutzgeld. Hat man dich jetzt auch schon rumgekriegt, goldgieriger Arsch. Hier hast du es. Mann, ey. Nee. 200 Gold soll das sein, also wirklich. Ich muss dafür was bezahlen. 600 Gold haben wir insgesamt. Genau 600 Gold. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Was hast du drauf? Hey. Behalte deine Finger bei dir, klar? Ich dachte, der wird jetzt. Guck mal, wenn ich. Wenn ich die Waffe rausholen, dann macht er nichts mehr. Wen muss ich denn noch? Welt fahren. Hafenstadt. Da liegt ein Schutzgeld. Da war Mugabild. Also, Hawken haben wir, Enrico, Danny und Dwight haben wir. Den haben wir, der ist gestorben, Obi ist gestorben. Und Dwight, wo ist denn der? Dieser Duck oder wie der heißt. Oscar haben wir. Ja. Wo finden die sich denn? Welchen Lasten also? Danny. Wow, sie haben dich zum Jäger befördert. Das hätte ich nicht erwartet. Hochachtung. Ich fürchte, es wird keiner der Kämpfer kommen, um dich zu unterstützen. Ach ja, habe ich mir schon fast gedacht. Egal, ich danke dir trotzdem für deine Mühe. Wie sieht's aus mit deinem Schutzgeld an die Kämpfer? Tja. Wenn du jetzt der neue Eintreiber bist, werde ich es dir wohl bezahlen müssen, oder? Hier. Pass auf, hinter dir, ein Rottwurm. Was? Wo? Da ist nichts. Willst du mich verarschen? Mach, dass du wegkommst. Ja, ja. Das ist doch gar nichts, ne? Nein, das ist nicht weg. So.
diesen Besoffenen da. Wer ist denn der? Louis, ja, das ist der. Ah, du bist es. Wie sieht's aus? Willst du nicht langsam mal aufhören mit dem Saufen? Nee, solange die Kämpfer so unentspannt sind, bleib ich besser hier und mach's mir gemütlich. Rück das Schutzgeld raus, der Monat ist rum. Ja, hier, musst ja nicht gleich handgreiflich werden. Hör auf, Ding. Ja. Ein Bier für eine Information. Klar, her damit. Hab grad keine Frage. Schade. Ja. So, wen muss ich denn noch? Louis, Danny, halt ich. 3 sind halt gestorben. So, ja. Ob jetzt ist auch keiner. Na, will ich mal gucken, ob das jetzt noch funktioniert. Wegen des Schutzgeldes. Es gibt niemanden mehr, bei dem ich noch abkassieren kann. Sehr gut. Dann mal her mit dem Gold. Kannst du vergessen. Ach, so ist das. Erst mit fremden Federn schmücken und dann groß absahnen, was? Ich sollte dich gleich auf der Stelle töten, aber noch kann ich das nicht. Pass auf deinen Rücken auf, Freundchen. Wir zwei sprechen uns noch. Zum Glück kämpfen wir nicht. Weil ich keine Lust habe. Und ja, ich bin ja viel zu gut für ihn. Welche? Übrigens, die Sache mit dem Schutzgeld für Broga ist erledigt. Was jetzt? Wenn mein Mann das erfährt, wird er Broga auf der Stelle töten. Außerdem wird er mir die Hölle heiß machen. Also pass auf, das kriegen wir auch ohne meinen Mann hin. Du gehst zu Broga und drohst ihm an, ihn beim Don zu verraten. Wir haben genug gegen ihn in der Hand. Ich bin mir sicher, er wird dir aus der Hand fressen. Toller Plan. Na, hoffentlich klappt das. Ja, hoffentlich. Warst du schon mal in der Ruine? So, Kollege. Jetzt wird abgerechnet. Ich hau dich beim Don in die Pfanne. Was? Womit denn? Mit der Schutzgeldsache? Das ist doch wohl ein Witz. Nein, ich fürchte, das ist bitterer Ernst. Du wagst es tatsächlich? Na gut. Ich will mich nicht schon wieder mit dir schlagen. Ich werde die Füße stillhalten, aber glaub bloß nicht, dass das kein Nachspiel hat. Ich bitte darum. Wär sonst zu langweilig. Geh mir aus den Augen. Ja. An welche Stelle sind wir denn? 9. Übrigens, Broga ist erledigt. Na endlich. Ich konnte diese miese Geschichte schon fast nicht mehr ertragen. Das hast du sehr gut gemacht. Das will ich meinen. Hier ist deine Belohnung. Noch eine Bitte. Wäre besser für uns beide, wenn mein Mann von dieser Affäre nichts erfährt. Kann ich mir vorstellen. So, wenn du jetzt nichts Wichtiges mehr hast, werde ich mich wieder meinen Aufgaben widmen.